Alleine reisen klingt gefährlich. Das ist es aber nicht und muss es auch nicht sein. Wenn du deinen Hausverstand einschaltest, auf deine Umgebung achtest und meine 14 Tipps hier beachtest, dann kannst du beruhigt in dein großes Abenteuer starten. Tipp Nummer 1. Pass dich an. Schau in deine Umgebung und was machen die Einheimischen. Kleiden sie sich konservativ, dann solltest auch du das machen. Es gibt nichts Schlimmeres wie ein Outfit, das laut Tourist schreit. Speziell für uns aus der westlichen Welt kann das oft schnell passieren, wenn wir in kurzen Shorts und Trägertops in einem konservativen Land herumlaufen. Versuche genau das zu vermeiden. Ein langer Rock, ein dünnes Jäckchen eignen sich da viel besser. Ein weiterer guter Tipp ist, immer an deiner Destination anzukommen, solange es noch hell ist. Somit vermeidest du, dass du durch dunkle Gassen laufen musst, dein Hostel suchen musst, obwohl du dich nicht auskennst und komische Gestalten am Weg sind. Natürlich ist das nicht immer möglich. Speziell wenn du von zu Hause an deine erste Destination reist, kann es sein, dass dein Flug nun mal später ankommt. Da hilft es, mit dem Hostel vorher schon Kontakt aufnehmen, indem du die erste Nacht verbringst. Oft haben die einen Shuttle oder ein Taxiunternehmen ihres Vertrauens, die dir dann wem schicken, der dich direkt vom Flughafen abholt. Damit vermeidest du, dass du lang suchen musst und dich vorher zurechtfinden musst. Du wirst direkt abgeholt am Flughafen und kommst dann zum Hostel. Auch während deiner Reise solltest du nicht unbedingt in der Nacht fahren. Ich habe das bereits gemacht mit einem Zug in Thailand. Das kann absolut unproblematisch sein. Und natürlich sparst du dir eine Nacht in einem Hostel. Allerdings, ich verspreche dir, du schlafst nicht ruhig. Das fängt an damit, dass du Angst hast, dass du deinen Stopp verpasst und nicht rechtzeitig aufwächst an der Station, wo du aussteigen sollst. Oder aber, dass du Angst um deine Wertgegenstände hast. Und es schläft sich nicht so gut auf deinen Wertgegenstände. Da ist dein gemütliches Kopfkissen dann doch besser. Ein absolutes No-Go beim Reisen ist es, sich zu betrinken. Wenn du dich betrinkst, verlierst du die Kontrolle. Du nimmst deine Umgebung nicht mehr so wahr, wie du solltest. Und du hast vielleicht Schwierigkeiten, nach Hause zu finden. Vertraust Leuten schneller, wie du sonst machen würdest. Also betrink dich niemals, wenn du alleine unterwegs bist. Natürlich kannst du ein Glas trinken mit irgendwelchen Reisenden, die du in dem Hostel kennengelernt hast, aber schau, dass du immer die Kontrolle behältst über deinen Alkoholkonsum. Dich zu betrinken kann die gefährlichste Entscheidung sein, die du als Alleinreisende triffst. Auch solltest du Geld für deine Sicherheit ausgeben. Natürlich brauchst du eine Reiseversicherung, aber davon rede ich jetzt gar nicht. Sondern ab und zu ist es sinnvoll, dass du den teuren Transport nimmst. Zum Beispiel einen Shuttle, der dich direkt an den Ort bringt. Oft ist dieser Transport dann teurer, aber du bist sicher. Er geht vielleicht direkt, ohne dass du einen Zwischenstopp in einer gefährlichen Stadt machen musst, wie es mir in Honduras sonst ergangen wäre. Aber es ist wirklich wert, dieses Geld in die Hand zu nehmen und für deine Sicherheit den besseren Transport zu wählen. Denn du weißt nicht, was im anderen alles passieren könnte. Schau auf deine Umgebung. Das ist etwas, was mit der Zeit natürlich kommt. Wenn du alleine unterwegs bist, hast du nur deine Augen. Auch wenn du mit anderen Reisenden unterwegs bist, du sollst immer auf deine Umgebung schauen. Merk dir den Weg. Du bist vom Hostel an diesem Gebäude vorbei. Die Straße hieß so, wenn du die Sprache lesen kannst. Und merk dir genau, wie du gegangen bist. Dann hast du es auch leichter, wieder deinen Weg zurückfinden. Je mehr du auf deine Umgebung achtest, darauf achtest, welche Leute um dich herum sind, welche schauen verdächtig aus, welchen würdest du vertrauen, desto sicherer wirst du sein. Das klingt jetzt nach viel Aufwand, aber mit der Zeit wird das ganz natürlich für dich kommen. Du kannst gar nicht mehr anders wie alles mitbekommen, was um dich herum passiert. Ein ganz großer Punkt sind natürlich auch Wertgegenstände. Und da lass dir eins gesagt sein, lass sie im Safe. Und da meine ich nicht nur deinen Laptop. Du wirst nicht den Tag herumlaufen mit deinem Laptop, sondern auch dein Pass. Vergiss nie, dein Reisepass ist das Wichtigste, was du hast. Ein Handy kann man ersetzen, einen Laptop im Notfall, auch wenn er teuer ist. Die Klamotten kann man ersetzen, aber ohne deinen Reisepass kommst du nicht zurück. Mir wurde bereits auf meinen Reisen Kreditkarten alles geklaut, Geld geklaut, aber ich hatte meinen Reisepass und der hat es mir möglich gemacht, wieder nach Hause zu kommen. Natürlich geht es nicht immer, dass du deine ganzen Wertgegenstände im Safe hast. Wenn du zum Beispiel Destination wechselst von einer Stadt in die nächste, musst du natürlich dein Zeug mitnehmen. Dabei schaue ich immer darauf, dass ich einen Tagesrucksack habe, einen extraen, den ich nicht irgendwo in ein Gepäckfach in einem Bus bringen lasse oder einchecke am Flughafen, sondern immer mit mir rumtrage und da habe ich die wichtigsten Sachen rein und diesen lasse ich nicht mehr los. Ich habe ihn sogar vorne herum anstatt hinten rum, damit keiner reingreifen kann. Dadurch sorge ich dafür, dass es immer bei mir ist, das Zeug, und lasse ihn nie liegen. Nicht
eine Sekunde. Ist mir passiert, habe ihn im Bus kurz einmal stehen lassen, nur um etwas zu holen. Danach war alles weg. Also nie aus den Augen lassen, nie aus den Händen lassen. Wenn wir schon bei Wertgegenständen sind und dem Reisepass, hab immer eine Kopie. Beim Reisepass würde ich dir empfehlen, die Kopie sogar mit dir mitzunehmen. In vielen Ländern, zum Beispiel in Kolumbien, musstest du dich ausweisen, wenn du raus aus dem Hostel gehst und dich die Polizei aufhalten würde. Oder auch, um in ein Museum zu gehen, musstest du dich immer ausweisen mit dem Reisepass. Allerdings, überall dort wussten sie, du läufst nicht mit deinem Reisepass herum, sondern mit der Kopie. Und jeder akzeptierte die Kopie. Wenn du dir nicht sicher bist, kannst du immer noch im Hostel an der Rezeption fragen. Auch wenn du sie vergessen hast, wie ich in Kolumbien. Sie machen dir gerne eine Kopie ohne Probleme. Und dann kannst du dich um einiges sicherer fühlen. Auch habe ich immer Kopien von meinen Kreditkarten, eine Kopie meiner Unterschrift auf einem Drive und bei meinen Eltern zu Hause. Dass, falls etwas ist, ich auf diese zugreifen kann. Falls mir meine Kreditkarte gestohlen wird, dass ich die Nummer angeben kann, um die Kreditkarte zu sperren. Oder auch, falls ich gerade kein sicheres Internet habe, dass meine Mutter von zu Hause zum Beispiel einen Flug für mich buchen kann, ohne dass ich in ein unsicheres Internet einsteigen muss und meine Kreditkartendaten eingebe. Auch ein toller Tipp ist, trage immer die Adresse deiner Unterkunft mit dir herum. Viele haben an der Rezeption so kleine Visitenkärtchen, wo du die Adresse drauf hast, der Name des Hotels, das Logo, vielleicht sogar noch die Internetseite. Und die hast du dann immer mit dir mit. Solltest du den Namen vergessen oder in Thailand, in einem Land sein, wo du die Adresse im Leben nicht aussprechen könntest, hast du immer noch diese Visitenkarte und die kannst du einem Taxifahrer zeigen. Die kannst du einem Passanten zeigen auf der Straße, einem Busfahrer und sagen, ich muss dorthin. Wie komme ich dorthin? Solltest du dich wirklich mal verirren. Auch solltest du bei deiner Zielwahl daran denken, dass man ein gutes Ziel und ein etwas schlechteres Ziel wählen kann. Natürlich kannst du überall hinfahren. Auch als Alleinreisende solltest du dir keine Gedanken machen, dass du vielleicht irgendwo nicht hinreisen solltest. Überall, wo man hinkommt, kann man auch hinreisen. Aber es gibt Ziele, die sind mehr geeignet und welche weniger. Zum Beispiel in Europa brauchst du dir fast keine Gedanken machen. Auch Thailand ist ein ideales Ziel zum sicher alleine reisen. Dazu gibt es von jedem Land Seiten vom Außenministerium, die dir die aktuelle Situation in deinem Land, in das du reisen willst, sagen. Sie teilen dort die Gebiete in Risikogebiet, etwas Risikogebiet, großes Risikogebiet ein. Und dadurch kannst du etwas abschätzen, wo es sicher ist und wo es weniger sicher ist. Achte auch darauf, was die genau damit meinen. Zum Beispiel, als ich in Mexiko war, war es ein hohes Risiko, dorthin zu gehen. Allerdings ganz oben an der Grenze zu Amerika. Dort, wo ich war, in Yucatan, da war kein Risiko, da war es nicht gefährlich. Das stand alles im Text drinnen. Sie bezeichnen genau, wo das Risikogebiet ist. Kolumbien, zu der Zeit, als ich in Kolumbien war, war Risikogebiet zur Grenze von Venezuela, weil ein Krieg in Venezuela war. Ich kam nie in diese Nähe. Der Rest war sicher. Die Hauptstädte, die ganzen Tourismusorte, wo ich hin war, waren sicher. Und das findest du auf der Seite des Außenministeriums. Und wenn wir schon bei Zielwahl sind, hör nicht immer auf das, was die Leute in deiner Umgebung dir sagen. Als ich mir eine Reise durch Mittelamerika machte, hatte mir jeder von einem anderen Land abgeraten. Der erste sagte, Mexiko, willst du sterben? Du kannst doch nicht nach Mexiko fahren. Der zweite sagte dann, ach, Mexiko, mache ich mir gar keine Sorgen, aber Guatemala, bist du dir sicher, dass du nach Guatemala willst? Der nächste fand Guatemala okay, aber Nicaragua, da würde ich sicher sterben. Und der nächste fand dann, nein, Costa Rica fand eigentlich keiner schlimm. Und durchaus fanden sie auch ganz schlimm. Und im Endeffekt habe ich dann festgestellt, dass jeder etwas anders sagt. Das Jahr drauf reiste ich dann nach Paris. Ich dachte mir, ach, alle werden glücklich sein in meiner Umgebung. Endlich ein sicheres Land. Weil was könnte schlimm an Paris sein? Ich meine, Europa, immer noch selbe Kultur. Aber du wirst es nicht glauben. 2 Monate davor war ein Terroranschlag. Und was bekam ich zu hören? Du spinnst doch nach Paris. Das ist der gefährlichste Ort der Welt. Da wirst du sterben in einem Terroranschlag. Ich beschloss einfach von dem Moment an, niemandem mehr zu glauben. Auch solltest du nicht jedem vertrauen. Hör auf dein Bauchgefühl, wenn du Leute kennenlernst. Das betrifft jetzt nicht unbedingt andere Reisende, sie sind normalerweise alle vertrauenswürdig. Auch die Angestellten vom Hotel oder vom Hostel an der Rezeption, denen kannst du normalerweise auch vertrauen. Ich meine, auf der Straße, wenn dich wer anquatscht, brauchst du Hilfe, findest du nicht mehr zurecht und dir den Weg zeigen will, achte auf dein Bauchgefühl. Das ist eine typische Masche, auf die ich in Marrakesch 3-mal oder 4-mal reingefallen bin, bis ich am anderen Ende der Stadt war und nicht mehr zurückfand. Die sie einfach mit Touristen anwenden.
Du siehst hilflos aus, wir zeigen dir den Weg und du landest bei seinem Kollegen, der Trinkgeld will oder dir was verkaufen will. In Thailand sind es die Tuk-Tuk-Fahrer ganz oft, die dich dann auf deinem Weg zu deinem Ziel noch bei irgendeinem Schneider vorbeibringen, der zufällig mit ihnen verwandt ist. Und du hast wieder weiterfahren darfst, wenn du was gekauft hast. Achte dabei einfach auf dein Bauchgefühl. Wirkt diese Person vertrauenswürdig? Kann ich dir vertrauen oder hat die andere Motivationen? Und auch in diesem Zusammenhang solltest du vielleicht einfach von dir aus um Hilfe fragen. Wenn du dich verirrt hast und auf der Straße nicht mehr weißt, wie du zu deinem Hostel kommst, warte nicht, bis dich wer anspricht, sondern such dir die Person aus, mit der du das Gefühl hast, dass sie dir eine Antwort gibt, eine ehrliche Antwort und nicht andere Interessen hast. Also spring über deinen Schatten und frag um Hilfe, wenn du sie wirklich brauchst. Alleine reisen klingt gefährlich. Die Angst um deine Sicherheit ist auch sicher von den meisten die größte Angst, bevor sie alleine reisen. Doch wenn du den Hausverstand einschaltest, etwas auf deine Umgebung achtest und dir meine Tipps zu Herzen nimmst, dann kann ich dir versprechen, dass es nicht so gefährlich ist, wie es im ersten Moment klingt.